Herzlich willkommen zum letzten Gottesdienst in diesem Jahr 2015. Vielen Dank auch für den kräftigen Sondergesang. Ich bin sehr dankbar für das eine Lied, das wir im Lobpreis gesungen haben. Von guten Mächten wunderbar geborgen, weil das hat gesagt, was ich eigentlich heute sagen möchte. Ich will noch mal kurz daraus zitieren. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Und reichst du uns den Kelch, den Bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Und noch eine Strophe. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken in dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Ja, die Worte sind von Dietrich Bonhoeffer. Und Dietrich Bonhoeffer war der Mann, der gegen den Götzendienst im Dritten Reich gepredigt hat, bis ihm das Mikrofon aus der Hand gerissen wurde. Und wenige Wochen vor dem Kriegsende wurde er hingerichtet und sagte, das ist für mich der Beginn des neuen Lebens. Ja, es war ein Nehemia seiner Zeit, ein Mann der Konsequenz. Ja, darüber möchten wir nachdenken, indem wir des Vergangenen gedenken und ihm unser Leben ganz geben. Lasst uns zu Beginn beten. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für deine gnädige Führung in diesem zu Ende gehenden Jahr 2015. Vater, wir danken dir für deine absolute Liebe zu uns in Jesus Christus, für deine unverbrüchliche Hoffnung und für deine souveräne Gnade in unserem Leben, mit der du uns für dein Erlösungswerk berufen hast. Bitte lass uns dies bei dieser Abschlussbotschaft verstehen. Dein Geist kann dieses Verständnis schenken. Gebrauche mich als deine Stimme und öffne unser Herz. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Amen. Auf! Lasst uns bauen! Nehemia 2, 1-20, der Leitvers ist Vers 18. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Lesen wir diesen Leitvers auch nochmal gemeinsam. Vers 18. Bitte. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Danken wir Gott für das gesegnete Studium der Weihnachtsbotschaft, besonders für sein Wort aus dem Lukas- und dem Matthäusevangelium. Danken wir Gott für Jesus, der uns rettet von unseren Sünden und der Immanuel ist, Gott mit uns. Wir danken Gott, dass wir in diesem zu Ende gehenden Jahr 2015 seine gnädige Hand über uns erfahren durften. Zum Jahresabschluss wollen wir Gott danken für seine Gnade beim Errichten eines Missionszentrums für die Europa- und Moslem-Mission, für die Campus-Mission durch das Zweier-Bibelstudium und für das Wachstum der nächsten Generation als globale geistliche Leiter. Wir wollen auch mit Buße zu Gott kommen und für das neu beginnende Jahr 2016 eine Entscheidung treffen, durch das Gebet und das Bibelstudium die Umgebung für die Campus-Mission in Europa und für die Moslem-Mission zu bereiten. Erstens, Gottes gnädige Hand. Das Buch Nehemia berichtet, wie wir wissen, über den Wiederaufbau der Mauern Jerusalems nach dem babylonischen Exil und von der anschließend geistlichen Erweckung in Israel. Nehemia arbeitete in Susa beim persischen König. Als er durch seinen Bruder Hanani vom Zustand Jerusalems erfuhr, entbrannte sein Herz. Es war wie die fünfte Kerze am Adventskranz. Hier gibt es noch den Adventskranz, aber er brennt nicht mehr. Die vier Kerzen sind abgebrannt, Jesus ist gekommen. Dann gibt es die fünfte Kerze, die brennt in uns selber. Die Mauern Jerusalems lagen zerbrochen, die Tore waren verbrannt. Die Juden lebten darin in großem Unglück und in Schmach. In seinem Gebet bekannte Nehemia die Sünde der Israeliten, dass sie Gottes Wort nicht gehorcht hatten.
Er erinnerte sich auch an die Verheißungen Gottes. Er betete: Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast. Dann traf er eine Entscheidung. Lesen wir einmal den Vers der Entscheidung in Kapitel 1, Vers 11. Bitte? Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken, das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen, gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mutter. Ja. Nehemia entschied sich dafür, nicht mehr in Traurigkeit und Niederlage sitzen zu bleiben. Er entschied sich, durch den Glauben zu handeln und den Wiederaufbau Jerusalems in die Hand zu nehmen. Konkret bedeutete dies, die nächste Gelegenheit zu nutzen, um den König um Urlaub für sein Vorhaben zu bitten. Diese Gelegenheit kam 4 Monate später. Als Nehemia vor dem König stand und ihm Wein reichte, fiel dem König Nehemias trauriges Gesicht auf. Er fragte: Nanu, was ist los? Warum guckst du so traurig? Eine reflexartige Reaktion wäre es gewesen, zu sagen: Es ist nichts, nein, mir geht es gut. Aber dann wäre diese Gelegenheit schon wieder vorbei. Viele Christen leben ein Leben der verpassten Gelegenheiten. Sie nehmen sich etwas vor und dann prüft der Herr sie durch eine Frage. Warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist nichts. Das ist es nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Sie aber sind nicht vorbereitet. Sie drucksen herum und murmeln irgendetwas Belangloses und schon ist die Gelegenheit versäumt. Auf diese Weise vergeht eine Gelegenheit, eine Woche, ein Monat, ein Jahr und sie werden alt und grau, ohne einmal die gnädige Hand Gottes in ihrem Leben zu erfahren. Der Grund ist der, dass sie sich nicht für den geistlichen Wiederaufbau gemäß der Hoffnung Gottes entschieden haben. Nehemia hatte sich entschieden. Er war vorbereitet. Vers 2 sagt, dass Nehemia sich sehr fürchtete. Diese Furcht war Gottesfurcht, heilige Furcht. Diese Furcht kommt in uns, wenn wir für Gott etwas Großartiges wagen. Diejenigen, die sich immer um eine Entscheidung herumdrücken, kennen nur Menschenfurcht. Durch den Glauben und mit zitterndem Herzen erzählte Nehemia dem König nun den Grund seines Kummers und bat dann um Urlaub, damit er seine Stadt Jerusalem wieder aufbaute. Der König musste den Urlaub nicht geben. In Deutschland haben die Arbeitnehmer viele Rechte, aber den Zeitpunkt des Urlaubs legt immer noch der Arbeitgeber fest. Wie viel weniger musste der König sich nach den Wünschen Nehemias richten. Aber es gefiel dem König, Nehemia reisen zu lassen, auch wenn die Reise lange dauern würde. Nehemia ging nur noch weiter, indem er auch um Geleit und um materielle Unterstützung bat. Auch das gewährte der König ihm, weil die gnädige Hand seines Gottes über ihm war. Dort, wo die gnädige Hand Gottes ist, gibt es keine Grenze. Wo Gottes Gnade ist, ist immer überfließende Gnade. Rückblickend können wir sagen, dass die gnädige Hand Gottes über unserem Anbauwerk gewesen ist. Wann begann das Anbauwerk? Wer weiß es noch? Samuel. Ich glaube, 27. Februar 2013. Ja, sehr genau. Im Februar 2014. Aber eigentlich begann das Anbauwerk früher. Es begann nicht mit dem ersten Baum, der fiel, und auch nicht mit einer menschlichen Idee, sondern es begann im Himmel. Es begann damit, mit dem Herzen Gottes für die Wiedererweckung und geistliche Erneuerung in Europa und für die Moslemmission. Psalm 53,3 sagt, Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Gott schaute vom Himmel, ob es jemanden gäbe, mit dem er sein Herz und seinen Plan verwirklichen könnte. Lange Zeit sah er überall nur Selbstzufriedenheit und Selbstzentriertheit.
Dann aber fand er einen Menschen, der Gottes Vision und Gottes zerbrochenes Herz teilte. Mr. Dr. Peter Chang entschied sich, um der Hoffnung Gottes für Europa und der Moslemmission diese Gelegenheit nicht vorübergehen zu lassen. Mit Gottes Furcht gingen wir die ersten Schritte. Als alle Türen zu waren, gab es noch die Möglichkeit des Anbaus am bestehenden Zentrum. War das Gottes Wille? Es gab zwei Voraussetzungen. Einmal musste der Bebauungsplan diese Bebauung zulassen. Zum anderen mussten die Nachbarn einverstanden sein. Mit Zittern schauten wir in den Bebauungsplan. Bei den Nachbargrundstücken war die Grundflächenzahl 0,8. Dort wäre es nicht möglich gewesen. Bei uns war sie 1,0. Ja, wir konnten bis zur Grundstücksgrenze bauen. Dann ging Hirtin Heidi zu den Nachbarn und bat um deren Zustimmung. Mit Nachbarn hat man, wie wir wissen, immer Probleme. Aber die Nachbarn waren willig und gaben gerne ihre Zustimmung. Ja, sie freuten sich sogar, dass die Grundstücksgrenze erneuert werden würde. Es fehlte uns auch ein Architekt. Wir kannten keinen, wir hatten selber keine Ahnung vom Bauen. Auf einmal schlug ein befreundeter Pastor einen Herrn Quiring aus Soest vor. Dieser war selber Pastor. Er kannte sich aus im Bau von Gemeindehäusern. Nicht nur das, er brachte auch Arbeiter mit. Als eine Gemeinde hörte, dass wir ein Missionszentrum bauten, sandten sie von sich aus Arbeiter zu uns, die gerne gewissenhaft und an einigen Tagen sogar ohne Entgelt arbeiteten. Wir fanden viele Arbeiter, besonders durch Mr. Monika, die treu und sorgfältig arbeiteten. Auch einem Wassereinbruch hielt dieser Bau stand. Während wenig weiter ein nahegelegener Megastore wegen der unsorgfältigen Arbeiten einen Schaden in Millionenhöhe erlitt. Nicht missverstehen, das sage ich nicht wegen Schadenfreude, sondern damit ihr die Gnade Gottes seht. Für die Komplettierung der Außenarbeiten forderte eine Firma einen höheren, fünfstelligen Betrag. Die Arbeiten hätten eigentlich dann gestoppt werden müssen. Aber da kam einer der Handwerker auf uns zu und bot dieselbe Arbeit für ein Siebtel des Betrages an. Die gnädige Hand unseres Gottes war über uns. Schritt für Schritt durften wir die wunderbare Führung Gottes erfahren und durften den Anbau nach nur 9 Monaten Bauzeit vollenden. Dieses Haus ist ein Zeichen der Gnade Gottes. Gottes Gnade, nicht menschliche Fähigkeit, richtete in dieser Zeit der Unsicherheit durch Flüchtlinge, durch islamischen Terror, ein Missionszentrum für die Europa- und Moslemmission auf. Gottes gnädige Hand gab uns die Vision, weitere Missionsstützpunkte, sogar in den muslimischen Ländern selbst, wie in Kasachstan, der Türkei und Nordafrika, zu bauen. Die Hausgemeinde von Mr. James und Mr. Rebecca in der Türkei erfuhr auch Gottes gnädige Hand über ihnen, als sie Schritte des Glaubens taten und mit dem Gebet arbeiteten, dass der Name Jesu höher scheinen möge als alle anderen Namen in der Türkei. Sie stellten mit Gottesfurcht im Herzen die erste Hausgemeinde von Hirten Abraham Nikolai und Hirten Sarah Nevin auf. Und Gott segnete diese Hausgemeindegründung als ein historisches Ereignis, nicht nur für die Türkei, sondern für die gesamte muslimische Welt. Auch die Mitarbeiter an der Hochschule Rhein-Sieg erfuhren Gottes gnädige Hand über ihnen. Sie baten für die Pionierarbeit bei der Hochschulverwaltung um einen Raum. Gott bereitete einen Raum vor und nach dem Umbau zu einem Besprechungsraum sogar einen wunderschönen Raum mit 12 Stühlen, sodass sie bei jedem Campusbibelabend mit der Vision für 12 Jünger Jesu dort beten. Warum ist die gnädige Hand unseres Gottes über uns? Weil unser Gott Hoffnung hat und Europa trotz seiner vergangenen Sünden des Hochmuts und des Humanismus wiederherstellen und als Missionare aussenden Kontinent für seinen Weltheilsplan gebrauchen möchte. Weil unser Gott ein brennendes Herz hat für die vielen Menschen, die unter der Herrschaft des Islam leben und die ohne die Erlösung durch Jesus Christus ewig verloren gehen. Dazu lehrt er uns Menschen das Hirtenherz, seine Vision und den Glauben
und macht uns bereit, Werkzeuge seines großen Wirkens zu sein. Jetzt gehen wir in das nächste Jahr, 2016. Wir möchten auch in diesem Jahr 2016 Gottes gnädige Hand über uns erfahren. In der Campusmission, durch das Zweierbibelstudium und auch in der Moslemmission. Gottes gnädige Hand lehrt uns, bereit zu sein, mit Gottesfurcht im Herzen die nächsten Schritte zu gehen. Möge im neuen Jahr 2016 die gnädige Hand Gottes über seinem Werk der Campusmission in Europa und bis in die muslimischen Länder sein. Amen. Zweitens, Nehemias Glaube. Wenn wir die Kapitel 1 bis 7 aus dem Buch Nehemia lesen, lernen wir Nehemias Glauben kennen. Sein Gebet in Kapitel 1 zeigt uns seinen Glauben an die Barmherzigkeit Gottes. In Kapitel 2 erweist Nehemia seinen Glauben dadurch, dass er die Priester, Vornehmen und die Ratsherren mobilisierte. Lesen wir einmal die Verse 17 und 18 gemeinsam. Bitte. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen, und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Jahrelang lebten die Priester, Vornehmen und Ratsherren inmitten der zerbrochenen Mauern in großem Unglück und in Schmach. Wie könnte man diese gewohnheitsmäßig verzagten Menschen mobilisieren? Wie lange würde es dauern, sie überhaupt für irgendetwas einmal in Bewegung zu setzen? Aber Nehemia hielt sich nicht lange mit solchen Gedanken auf. Sein Glaube war es, dass sie für das Werk des Wiederaufbaus hier und jetzt mobilisiert werden würden. Dazu erkundigte er sich zuerst sorgfältig, wo die Mauern, in welcher Hinsicht sie zerbrochen waren. Dann rief er sie zusammen und sagte zu ihnen, kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött seien. Er bezeugte, wie gnädig die Hand seines Gottes über ihm gewesen war, dazu auch, was der König gesagt hatte. Wie reagierten sie? Sie riefen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Gott wirkte durch Nehemias Glaube. Diese Priester und Ratsherren, die wie verdorrte Totengebeine gewesen waren, fingen an, sich zu bewegen. Ihr Geist wurde lebendig. Sie waren keineswegs tot. Sie waren begeisterungsfähig. Sie waren bereit, ein so großes und schweres Werk in die Hand zu nehmen. Der mobilisierende Glaube Nehemias bewirkte ein Wunder. Der allmächtige Gott richtete aus diesen Trümmern ein überaus großes Heer wieder auf. Als die Feinde höhnten, wusste Nehemia genau, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Solcher Glaube, der mobilisiert, ist sehr wichtig. Durch solchen Glauben hat der Knecht Gottes die Jugendlichen vom Esra und Gideon-Team zur Young Leaders-Konferenz, zum Sommercamp, zum Frühgebet und zur Leitergemeinschaft eingeladen. Sie wurden in Bewegung versetzt und fingen an, durch das Gebet und durch das Bibelstudium das gute Werk in die Hand zu nehmen. Gott gebraucht sie nun sogar als Diener seines Wortes und als Zeugen Jesu gegenüber ihren Mitschülern, Freunden und bei Teen Street und MissionNet sogar gegenüber einer ganzen Generation von Jugendlichen. Nehemias Glaube beschränkte sich aber nicht nur darauf, die Oberen einmal mobilisiert zu haben. In Kapitel 3 erfahren wir, dass er durch den Glauben das Gefäß der Zusammenarbeit errichtete. Die Liste der Bauarbeiter zeigt uns, dass die verschiedensten Leute an der Mauer arbeiteten. Priester, Handwerker, Leviten, Vornehme und einfache Leute, Leute aus Jerusalem, Leute aus anderen Orten, ältere und jüngere Männer und Frauen. Jeder von ihnen hatte besondere Bedürfnisse und spezielle Anliegen. Doch an der Mauer bildeten sie ein einmütiges Gefäß der Zusammenarbeit.
Gottes Werk der geistlichen Wiederherstellung in Europa ist auch ein Werk der Zusammenarbeit. Für das Anbauwerk arbeiteten Bauherr, Architekt, Bauarbeiter, Mitarbeiter, Jugendliche und Weltmissionsmitarbeiter und viele mehr einmütig zusammen. Professor Beierhaus arbeitete bei der Europäischen Sommerbibelkonferenz mit UBF zusammen, indem er einen Vortrag über den evangeliumszentrierten Glauben hielt. Und wir arbeiteten mit ihm und seinen Mitstreitern zusammen im Kampf gegen die Gender-Ideologie, indem wir seinen klaren und biblisch zentrierten Bericht übersetzten. Auch die Zusammenarbeit für Teen Street, für MissionNet, für das Senfkom-Werk, für die Diaspora-Mission sind Früchte des Glaubens solcher Leiter wie Nehemiah. Ein solches Gefäß der Zusammenarbeit kann unser Gott auch an jeder Fakultät und Hochschule für die Campus-Mission aufrichten. Überall dort, wo es einen geistlichen Leiter des Glaubens wie Nehemiah gibt. Amen. Lesen wir nun weiter in Kapitel 4, so sehen wir, dass das Werk des Wiederaufbaus heftigen Widerstand erfuhr. Die Feinde versuchten auf verschiedenste Weise, die Bauleute zu entmutigen. Sie verschworen, sich hinaufzuziehen und Verwirrung anzurichten. Ihre Taktik zeigte sehr schnell Wirkung. Das Volk von Juda sprach: Ach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Ihre Worte waren voller Niederlagegeist. Zu schwach, zu viel, wir können nicht. Sie hatten kaum mit der Arbeit begonnen und wollten schon wieder aufgeben. Was tat Nehemia in dieser harten Zeit der Anfechtung? Nehemia ließ das Volk antreten und rüstete sie zuerst mit Schwertern, Spießen und Bögen aus. Vorher sahen sie aus wie furchtsame Kaninchen. Jetzt waren sie zugerüstet, aber sie waren noch furchtsam im Herzen. Lesen wir einmal aus Kapitel 4, den Vers 8 gemeinsam. Bitte? Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Nehemia erinnerte sie daran, wer sie waren und wer ihr Gott war. Sie waren keine Kaninchen, sondern sie waren das Heer des lebendigen Gottes. Sie waren Streiter des allmächtigen Herrn, der groß und furchtbar ist. Kurz gesagt, richtete Nehemia den Glauben in ihnen auf. Er richtete in ihnen die Identität als Streiter Christi auf und half ihnen, auf den allmächtigen Gott zu schauen. Er gab ihnen die praktische Orientierung, zu jeder Zeit Spieße und Schwerter bereit zu halten und so zu arbeiten, und er gab ihnen Gottes Zusage weiter: Unser Gott wird für uns streiten. Gottes Werk ist nicht möglich, wenn kein Glaube aufgerichtet wird. Apostel Paulus stellte sich und seine Aufgabe im Römerbrief in Kapitel 1, Vers 5 so vor: Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Er sah seine Aufgabe nicht darin, die Menschen in ihrer Religiosität zu ermutigen und sie ansonsten ihre eigenen Wege gehen zu lassen. Er wusste, dass sie auf diese Weise vom Teufel verschlungen und nutzlos werden würden. Er hatte es daher als Gottes Gnade aufgenommen und seine absolute Berufung, den Gehorsam des Glaubens unter ihnen aufzurichten. Dazu war er bereit, sich um jeden Preis hinzugeben, koste es, was es wolle. Indem Nehemia diesen Glauben in den Israeliten aufrichtete, bereitete er die Israeliten auch auf die Zeit nach Vollendung des Mauerbaus vor. Diese Zeit war fast noch wichtiger als die Zeit des Mauerbaus. Nehemia wusste, dass die Wiederherstellung mit Bau der Mauer noch nicht abgeschlossen war. Die Feinde ruhten nicht. Auch als ihre Drohungen und Verführungen nicht fruchteten und sie den Mauerbau nicht verhindern konnten, gaben sie nicht auf. Besonders Tobia war wie die Schlange. Er schlich sich in das Herz der Oberen ein und setzte sich sogar im Tempel fest,
um die Israeliten gegen Nehemia aufzubringen. Nehemia kämpfte konsequent. Er schmiss Tobias Krempel aus dem Tempel. Er verbot den Handel am Sabbattag. Er stellte den Dienst der Leviten wieder her. Und er löste die Mischehen auf. Diejenigen, die kompromissbereit gewesen waren, erfuhren nun große Schande. Aber diejenigen, die bereit gewesen waren zu hören und von Nehemia Glauben zu lernen, erfuhren den großen Sieg. Hier lernen wir, dass wir jederzeit wachsam und kampfbereit sein müssen. Der Petrusbrief sagt uns, dass der Teufel umhergeht wie ein Löwe und sucht, wen er verschlinge. In der Tat befindet sich das Volk Gottes in einem steten geistlichen Kampf, der erst dann zu Ende sein wird, wenn Jesus, unser Herr, in Herrlichkeit wiederkommt und wenn er dem bösen Verführer seinen endgültigen Gericht zuführt und wenn Gott sein wird, alles in allem. Bis dahin sollen wir Glauben halten, im Glauben wandeln und der Berufung Gottes gehorchen. Auch das Anbauwerk ist mit Errichtung dieses Gebäudes nicht zu Ende. Jetzt stehen uns diese wunderschönen Räumlichkeiten zur Verfügung. Entscheidend ist aber, wie wir sie nutzen. Wie schön ist es, dass dieses Gebäude mit dem Frühgebet und mit dem Zweierbibelstudium und der Jüngererziehung gefüllt wird. Wie elend wäre es, wenn wir Gottes Gnade der Berufung als Zeugen Jesu relativierten und dieses schöne Gebäude innerlich verkommen lassen würden. Zufriedenheit mit dem Status quo ist Selbstbetrug und der Anfang des Niedergangs. Wir müssen uns täglich vom frühen Morgen an bewusst machen, dass wir Streiter Christi sind. Wir müssen uns wissen, dass wir berufen sind, dem Glaubenserbe der Glaubensvorgänger zu folgen und den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, koste es, was es wolle. Amen. Drittens, die Glaubensentscheidung des Volks. Lesen wir Vers 18 noch einmal, den Leitvers. Bitte. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen sei. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Als die Priester, Vornehmen und Ratsherren und das übrige Volk sich entschieden, das gute Werk in die Hand zu nehmen, war das das Resultat von Nehemias Mobilisierung. Und gleichzeitig war es für jeden von ihnen der Anfang einer neuen Glaubensgeschichte. Jeder arbeitete zusammen an seinem Platz. Gott stellte großartige Mitarbeiter und Leiter der nächsten Generation auf, die dem Beispiel Nehemias folgten. Was ist unsere Entscheidung zur Zusammenarbeit? Es ist zum einen die Entscheidung dafür, das Gebetsgefäß für die Europamission und Moslem zur Mission zu bilden, angefangen vom Frühgebet. Es ist zum anderen die Entscheidung dafür, durch das Zweierbibelstudium das Werk der Campusmission an allen 1700 Hochschulen in Europa weiterzuführen. Das Gebet und das Bibelstudium wird Europa wieder aufrichten und es als einen missionare aussendenden Kontinent wiederherstellen. Heute haben wir ein Dankanliegen gefunden. Wie gnädig die Hand unseres Gottes im zu Ende gehenden Jahr 2015 über uns gewesen ist. Wir durften dadurch Gottes Vision empfangen, dass Gott alle 1700 Hochschulen in Europa erschließt, dass Gott weitere Stützpunkte auch in den muslimischen Ländern errichtet und die nächste Generation als globale geistliche Leiter gebraucht. Auf! Lasst uns bauen! Möge Gott uns helfen, nicht in Verzagtheit oder trügerischer Selbstzufriedenheit sitzen zu bleiben, sondern geistig wachsam zu bleiben und wie Nehemia konsequent uns dafür hinzugeben, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Amen. Lasst uns den Leitvers noch einmal gemeinsam lesen. 18, bitte. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte,
Und sie sprachen: Auf, lasst uns brauen. Sie nahmen das gute Werk in die Hand. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für deine Gnade. Vielen Dank für deine Vision, alle 1700 Hochschulen in Europa zu erschließen. Missionsstützpunkte sogar in den muslimischen Ländern zu errichten. Unsere nächste Generation als globale geistliche Leiter aufzustellen. Bitte hilf jedem von uns, durch das Gebet und durch das Bibelstudium dafür zusammenzuarbeiten. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Amen.